Hi ho Leute und willkommen zurück bei Viking mit so einem hübschen Ausblick auf Hells Festung. Aber, da auch mit einer Höhle, ich bin mittlerweile hier unten hingelaufen. Dafür konnte man hier quasi, ja, also über das Stück hier quasi links da unten drum herum. Also das ist hier noch aus dem Vorbereich erreichbar und dann können wir hier in diese Höhle rein. Leider kann ich es auf der Karte halt nicht vernünftig zeigen, das ist so ein bisschen ärgerlich. Ich hätte gerne eine Maus oder sowas, mit der ich die Karte abgehen könnte. Das wäre ein bisschen hilfreich, dann hätte ich euch den Weg zeigen können, aber ich wollte das ganze Gelaufe jetzt schon mal hinter mich bringen, weil ich glaube, es ein bisschen uncool ist für euch, wenn ich mich hinstelle und die ganze Zeit hier nur am Laufen... Oh, Schande. Ja, super. Das war ja mal was. Das Gute ist, kurz davor war hier ein Leystein. Das heißt, wir kommen hier wieder hin, aber jetzt sieht man es auf der Karte noch ein bisschen mehr, wo dort die quasi die Liniengebung ist. Und hier konnten wir dann halt quasi lang. Warum ich da jetzt Gold gefunden habe. Hello, Halola oder sowas heißt das Gebiet hier. Und da findet sich nun mal diese Höhle mit dem Feuer. Ich hoffe, na toll, ihr seid alle wieder da, ihr Deppen. Ah, schade, ich dachte, ich könnte jetzt vielleicht noch einen wieder erwischen. Das wird jetzt eine ziemlich ätzende Schlacht, weil ich ja keinen Rage habe. Das heißt, ich kann mich nur so hinstellen und die alle schön kaputt wetzen. So, du bist schon mal runtergefallen. Das ist doch schon mal was. Und da haben wir dem hier auch nochmal einen mitgeben können, als er versucht hat, mich da auszutricksen. Und da können wir jetzt hier wenigstens das Metallschild auseinanderschlagen. So. Patsch. Kopf ab. Ich muss sagen, ich finde es auch cool mittlerweile, muss ich sagen, dass es verschiedene Kriegerarten mit der Zeit gibt, auch wenn ich die mit dem Schild und dem vor allem mit dem Verteidigen unheimlich nervig finde, weil es dann einfach zu viel zu häufig gemacht wird und man dann da sitzt und nichts machen kann. Und dann halt wieder zurückgehen und hoffen, dass sie mit der Blockade aufhören. Aber es ist halt trotzdem schon von Herausforderung cool. Gerade die stärkeren Axtkämpfer finde ich eine gute Sache. Und wo genau bin ich hier jetzt? Sieht auf der Karte, sieht das vorher immer so nett einfach aus. Dann ist man hier drin und denkt sich, was zur Hölle haben die sich hier wieder für ein Höhlensystem einfallen lassen? Dabei will ich doch nur so ein paar Kräuter ins Feuer hier werfen. Nichts Besonderes. Erzeugt auch keine Rauschzustände. Ist sicherlich nicht illegal, einfach nur ein paar Kräuter ins Feuer werfen. Gewürzkräuter oder so. Sorgen für leckere Suppe. Sicherlich. Stimmt. Ich sagen muss, es ist ja schon cool hier. Hauptsache, wir müssen hinterher nicht wieder zurückrennen den ganzen Weg, sondern es gibt irgendeine Abkürzung oder so. Weil das wäre ein bisschen ärgerlich, wenn sich die ganze Treppe hinterher wieder hochrennen darf. Da ist die Stelle, die wir brauchen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay. Was sollte mir das jetzt sagen? Die Riesen kümmern sich nicht für Asgard, die Schmiede ist wahrlich voller Macht. Das heißt, jetzt darf ich wieder einen Weg zurückfinden. Ah, und das hier ist dann wohl die Schmiede, Schmiede der Riesen. Und das können wir wahrscheinlich benutzen, um irgendwelche Sachen noch zu verstärken. Die Frage ist, kommen wir jetzt zügig wieder raus? Oder darf ich jetzt echt wieder hochklettern? Na toll. Und hier oben müssen wir jetzt wieder hin, oder? Ja. Soll sie uns mal sagen, was es damit auf sich hat, was wir da jetzt gesehen haben? Wahrscheinlich greifen mich auf dem Weg zurück eh noch ein paar Leute an. Würde irgendwie ins Bild passen bei dem Spiel. Macht Sinn. Cool wäre, wenn das jetzt in... Oh, das sieht doch mal cool aus. Aber das meinte ich eigentlich gar nicht. Lustig wäre es, wenn jetzt hier ein typischer Lego... Oh, Herr der Ringe, man hier einfach da runterspringen könnte. Ich glaube, bei anderen vorherigen Lego-Spielen ging das auch immer schon, dass man einfach quasi... Funktioniert das? Können wir da lang? Ja. Dass wir einfach uns hinstellen und Dinge runterspringen. Das wäre hier super lustig. Einfach mal so flupp und dann ist man schon wieder unten.
So, da müssen wir jetzt wieder rauskommen. Dann können wir den Leystein verwenden, um hier wieder wegzukommen, dass ich den ganzen Weg wieder laufen muss. Wäre mir auch zu doof. Ich muss sagen, die Festung von ihr sieht ja schon cool aus. Ich glaube, so alles so ein bisschen an Mordor von der Art her, finde ich. Aber gut, solche Sachen sehen ja nun mal alle recht ähnlich aus, weil es soll halt alle böse aussehen. Und das hat halt durch viel Lava, Leuchten, schwarzes Stein, das passt halt gut zusammen. So, ab zurück zur Dame hier. Der hat mit einer Spitzhacke an der Mauer rum? Warum? War genau noch halt im Nichts rum oder auf dem Holzschuh. Ich will es gar nicht wissen. Fenrir has spoken. I see his mark on you, burning behind your eyes. He has told you how you may defeat hell. How you must fashion the god-killing weapon, yes? Journey to the west, to the giant's cave, Skarin. Find their forge and do what must be done. We need more dragons, Skarin. You have done well to bring Ari and Kelda to our aid. But the dragon amulet is not yet complete. The third gem, Mjolnir, is imbued with the strength of Thor's mighty hammer. It sings out to me, even in this corrupted place. Mjolnir is unbroken, Skarin, and it is close, so close. It resides within the mountains to the north. When you have reunited Mjolnir with Hugin and Mugin in the dragon amulet, then you must travel to a place sacred to those ancient beasts and call forth the last dragon. Klingt also nach Plänen. Also da müssen wir Krieger befreien. Da müssen wir Krieger befreien. Und da müssen wir das Drachenamulett holen. Mjölnir, ja, in Anspielung auf Thors Hammer, mit dem in Verbindung. Nicht schlecht also. Dürfte im Kampf praktisch werden. Ja, cool, wenn wir dann am Ende auch noch irgendwie einen Hammer oder sowas tragen würden, statt der Waffen, die wir jetzt immer haben, so als Abwechslung. Auf jeden Fall müsste Dina es uns jetzt hier mal durchlassen. Und ich denke, ja, die beiden Lager werden wahrscheinlich heißen, dass das die Clans sind, die wir noch befreien müssen. Und dann entweder das in der Höhle oder das in der... Ne, doch, das in der Höhle wird wahrscheinlich auch als Clan zählen. Und die Schmiede müssen wir sowieso frei machen. Pass through, Skarren. And may the gods of Asgard bless your path. Danke. Dein Weg ist auch gesegnet, mein Freund. Gott, sieht das hier aus. Das ist ja noch immer schlimmer, ey. So ein bisschen von der Art her in Don't Starve. Ich weiß nicht, wer das kennt. Hatte ich auch mal überlegt, Videos dazu zu machen. Hat sich dann aber irgendwie bisher noch nicht ergeben, weil ich noch nicht weiß, wie ich das ordentlich machen soll. Da ist auch eine Höhle. Ich weiß nicht, ob ich in die rein will. Ich glaube, ich ignoriere die einfach. Und versuche gleich zur Höhle zu kommen, wo ich als nächstes hin muss. Aha. Den müssen wir also auch besiegen. Okay. Dort kriegen wir wohl hin. Frage ist nur, ob ich hier nicht irgendwo vorher ein paar abgreifen kann. Ah nein, er hat mich gesehen. Ja, okay. Dann geht. Wenn wir mal auf ein bisschen Abstand, dass wir in Ruhe kämpfen können mit den Ersten, ohne dass alles hinterherkommt. Genau das hätte ich eigentlich vermeiden wollen. Aber schon mal viele der Mächtigen doch kaputt bekommen. Und direkt hier nochmal ein bisschen Rage. Damit wir bei den anderen auch noch die Chance drauf haben. Super, das hat nicht geklappt. Vernünftig, da haben wir alle irgendwie pariert oder sowas. Komme ich da nicht durch. Und Zeit für einen Heiltrank. Und einfach mal hier ein bisschen in die Zauberkiste greifen. Ja, mal mehr, ey. So. Möglichst Rage-Punkte sammeln. In der Hoffnung, dass wir hier jemanden erwischen, während er nicht pariert. Leider. Ah, den haben wir übrigens noch von hinten einschlagen können. Das ist schon mal ein weniger. Stirb, du Lump. Ha! Einfach mal in zwei und dann den Kopf ab. Sehr schön. Hat mich gute Lebenspunkte gekostet, das Ganze. Wahrscheinlich war es auch noch nicht der letzte Kampf hier.
Aber wir schauen erstmal, dass wir ein paar Leute frei bekommen, damit die mich unterstützen. Das Glück sind wir schnell genug. Vielleicht. Nein, super. Das heißt, ich darf hier erstmal wieder Waffen ziehen. Aber ich habe keine Heiltränke, aber das ist natürlich toll. Ihr lasst mich nichts machen. Ah, parieren hilft gegen die, aber leider haben sie mich auch erwischt. Ja, toll. Also, das ganze Gerenne dahin nochmal, ey. Ach, das, langsam muss ich sagen, geht es mir ein bisschen auf die Nerven, dass man hier mal so weit rennen muss. Das ist echt ein bisschen doof. Weil, ist halt ärgerlich. Wenn ich da jetzt einen Stein schon in der Nähe vorher gehabt hätte, dass ich da wieder in die Gegend gekommen wäre. Ja, okay. Aber jetzt muss ich hier erstmal den kompletten Weg wieder lang rennen. Und dann mich wieder durch sie durchprügeln, weil die Gegner natürlich wieder da sind. Das ist schon ziemlich ätzend. Da könnte man, also falls die jemals eine Fortsetzung machen, sollten sie da auf jeden Fall noch dran arbeiten, dass man nicht so häufig so lange Laufwege hat. Weil so lange Laufwege sind halt einfach zu viel. Zum gewissen Maß ja, aber halt nicht übertreiben. Wahrscheinlich läuft es jetzt wieder darauf hinaus, dass ich mich hier mit allen auf einmal anlegen muss. War ich nicht klug genug und war nicht klug genug, mir wieder Heiltränke zu holen. Ja, meine Axt würde ich eigentlich gerne noch behalten wollen. Wir stechen den einfach schon mal ab. Und hoffen mal, dass nicht zu viele das diesmal hören. Das wäre sehr zuvorkommend. Ob es klappt, ich habe keine Ahnung. Aber noch bleibt der Rest da hinten. So. Bisschen was abgeräumt. Deine Rage-Punkte auch noch. Dann erstmal wieder ein bisschen entspannen. Da kommt leider der Rest. Da hinten waren sich welche am Prügeln. Ich schau mal, ob ich... Ja, die haben mich gesehen. Verdammt. So, den hätten wir schon mal. Nein, weiter zurück. Ja, verdammt, jetzt hat der andere mich auch noch gesehen. Aber dafür war der so freundlich, seine Parade fallen zu lassen. Leider machen sie das nicht beide auf einmal. Ja, komm, lass mich den nachher für meinen Ruf verprügeln, ey. Oh, das war der Hornträger, befürchte ich. Das klang zumindest so. Und das erklärt auch, weswegen jetzt hier auf einmal so viele kommen. Und da gibt es netterweise Lebenspunkte. Ah ja, du bist der Hornträger. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt, mein Freund. Aber wir haben bis dahin hier schon gut aufgeräumt. Das ist die Frage. Die kommen da schon wieder. Mann, ich habe doch extra auf Parieren gedrückt, ey. Nochmal Lebenspunkte. Sehr gut. Karte hat neue Informationen. Ah, das Gebiet haben wir zettelt, also es befreit. Sehr schön. Hier gibt es nochmal Leute. Nordholm befreit. Oder Nordenholm, sowas. So. Sieht hier auch schon einen Tacken freundlicher aus. Und wahrscheinlich wird da irgendwo... Ja doch, wir kommen hier wahrscheinlich schon hoch. Unseren Weg zu der Höhle zu nehmen, da wollte ich als erstes hin das Drachenjuwel holen. Hoppa. Und hoppa. Über diese kleine Brücke muss ich da nicht unbedingt drüber, weil ich denke, da werden schon wieder starke Feinde warten. Schießen auch schon. Aber die ignoriere ich einfach mal, die schützen, sondern gehe direkt in die Höhle. Das ist ja das Ziel. Be respectful of the ground you tread upon, Skarin. For this is the birthplace of dragonkind. When the dragons hatched from the core of Midgard, they struggled up through the rocks until they reached the surface. That cave is where the dragon known to you as Balthor first emerged into your world. It is the holiest of all dragon sites and home to the first and oldest dragon gem. Find it, Skarin, and summon the ancient ones to battle once more. Okay, und damit wissen wir, was es hiermit auf sich hat. Und leider, leider ist die Brücke, die hier sein sollte, kaputt. Aber kommen wir da drüber oder kann ich hier vorne lang, ist die Frage. Wenn nicht, muss ich wieder laufen. Also ein bisschen aufpassen. Aber da kann ich nicht durch.
Also muss ich da drüber springen? Denke ich mal, ich sehe hier noch nichts zum Klettern. Sehr schön, hat geklappt. Hab da jetzt zuletzt schlechte Erfahrungen gemacht, glaube die mich ein bisschen damit verunsichert haben. So, ich wollte hier mal schon, ob ich jetzt zu der Truhe kommen oder so. Diese Lava in den Bergen sieht hier schon mal cool aus, auch wenn man merkt, dass halt einfach nur eine aufgelegte Textur ist, aber so vom Prinzip her sehr cool. Hat was. Aber leider kommen wir nicht zu der Schatztruhe, die ich gerade gesehen hatte. Ich dachte, das wird vielleicht klappen. Da kamen wir her, oder? Ja. Und da geht's weiter. Okay. Oh, da sind hier überall welche. Hier noch die Rage-Spiele holen, die werde ich sicherlich noch brauchen. So. Und flipp. Keine Arme, keine Kekse. Einfaches Prinzip. Funktioniert bei denen immer wieder. Nur dieses rote Leuchten, wenn so nah an dem der Lava dran ist, das hat was. So. Da ist noch ein bisschen was. So, dich hinten war. Da ist noch einer, netterweise. Mal gespannt, wo wir hier hinkommen. Der hat nicht netterweise gewartet, bis wir ihn von hinten erwischen. So. Hat auch gut geklappt. Oh yeah. Und da ist ein Schamane. Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Frage, wo ich lang muss, wahrscheinlich eher da. Also wird es hier vielleicht noch etwas Cooles an Schätzen geben. Und da kommt der Suchinstinkt. Ja, da ist die Truhe, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Die will ich auf... Nee, ist sie nicht. Das passt nicht. Was macht... Oder? Ja, das ist nicht die... Doch, das ist das, was... Ist das so? Das ist nicht. Ich weiß es nicht. Das ist die Truhe, die wir am Anfang gesehen haben. Und da hat noch eine Assassine gewartet. Aber die habe ich erwischt. Hahaha. Da war ich schnell genug. Dafür nehmen wir uns die Truhe auch noch mit. Haben noch mehr Geld dafür. Oder vielleicht einen Schlüssel. Ja, das ist nicht der, das ist der Schlüssel, den wir euch noch brauchten. Denn hinter dem Schaman war schon ein Tor zu sehen. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Aber mir war es zumindest aufgefallen. Und da werde ich wahrscheinlich den Schlüssel für brauchen. Ach, da seid ihr schon wieder, weil irgendwie klar ist, der Schamane, die schon wieder beschworen hat. So. Damit konnte man denen gut entgegenwirken. Dann wollen wir doch mal sehen. Schauen, wie schnell du ihn beschwören bist. Kümmere dich nicht um die hier. Das sind die Dinger, die wir jetzt wegmachen müssen. Und für den letzten fehlt mir leider das Ding, weil ich aus Versehen für einen anderen Typen dort angegriffen habe. Aber das geht auch so. Hehe, auch der verliert seine Arme. Habe ich da unten gerade schon wieder. Ja, ich habe schon wieder einen Riesen gesehen. Das ist super. Ich habe natürlich immer noch keine neuen Heiltränke. Klingt nicht nach so einem guten Start dafür. Das mag ich, dass der Türen immer auftritt. Das ist sympathisch. Wenn das in der echten Welt so locker ginge, dass man das die ganze Zeit machen könnte ohne Folgen. Ach, das wäre doch mal was. Aber kaputte Türen machen einem halt nur Probleme. Da ist der Ries, ob ich in dem wohl vorbeikommen kann. Okay, der kleine Hans hat hier mich schon mal gesehen. Ey. Sah zumindest so aus. Vielleicht auch nicht, weil mir wurde das X noch angeboten. Aber ich denke mal schon.
habe Rage voll. Das heißt, das könnte man gegen den Riesen nutzen. Wo muss ich hier denn wohl hin? Das hilft mir natürlich alles nichts. Weil die Karte nichts darauf reicht. Aber ich wette, ich muss an diese Truhe daran. Ha! Haben wir das Bein gesneak-attackt. Und die Eis gegen ihn verwenden, so gut es geht, weil ich wette, ob ihn das nur langsam macht, weiß nicht, was ich wette, es macht noch mehr Schaden. Hier wollte ich ja auch aufpassen, weil ich weiß. Aber hier wartet was viel Besseres auf mich. Gut, es sind immer noch überall die gleichen Bewegungsmuster, aber es ist nicht, es ist so super simpel, auch ich vertue mich dabei mal. Das heißt, die Herausforderung ist noch gegeben. Kann man Riemen halten, Axt reinschlagen auf dem Horn. Das ist, glaube ich, mal eine neue Animation, oder? Vielleicht auch. Jetzt trifft den hier. Oh Gott, haben wir aber viel Leben verloren durch die hier drumherum, ey. Weil der selbst hat uns da, glaube ich, gar nicht so viel Schaden gemacht gehabt. Aber die hier drumherum werden da mal gut was gemacht haben. Und irgendwo hier hatte ich eine Truhe gesehen und ich wette, die werden wir brauchen. Ja, genau. Und dafür habe ich mir die Mühe gemacht, denn da wird wahrscheinlich wieder irgendwas drin sein, was wir da brauchen. Ob das das Juwel selbst ist, werden wir sehen. Passend wird es ja nach so einem Kampf. Ja, Mjölnir-Juwel erhalten. Und ich würde sagen, damit machen wir für heute auch mal Schluss. Ich mache auch mit der Aufnahme Schluss, denn ich sitze jetzt, es ist 13:30 oder so. Sitze ja also schon lange dran, aber vor allen Dingen habe ich keinen Bock zurückzurennen. Es passt also ganz gut. Wir werden also beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder hier oben anfangen und können dann mal, beziehungsweise wir werden da wieder anfangen und können dann direkt den Drachen beschwören gehen und danach dann hier oben weitermachen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Langsam kommen wir zum Ende. Es wird nochmal spannend. Ja, man sieht sich dann beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Macht's gut.